darf Sie alle sehr herzlich begrüßen. Heute Nachmittag hier in Dielheim, im Obsthof der Familie Freudensprung. Und mich freut sehr, dass ich in dieser Runde Minister Peter Haug begrüßen darf. Freue mich, dass er sofort zugesagt hat, zu diesem Termin heute Nachmittag dazuzukommen. Und der Familie Freudensprung hat ihm mal irgendwann versprochen, wenn sie ein Problem haben, dürfen sie auf mich zukommen. Und der Ruf ist gekommen. Und dass die Politik natürlich auch ihre Versprechungen einhält, haben wir natürlich heute mit diesem Termin bewiesen. Mir geht es heute darum, dass insbesondere unsere Obstbauern hier in dieser Region, dass insbesondere auch unsere Winzer hier in dieser Region zu Wort kommen, dass sie die Lage mal schildern können. Insbesondere Herrn Minister Peter Haug, der ja im Moment landesweit unterwegs ist, um sich einen Überblick über die eingetretenen Frostschäden zu machen und nach Lösungen zu suchen, wie wir gemeinsam diesen Schaden, der da entstanden ist, dann auch tragen können. Stefan Habart, CDU-Bundestagsabgeordneter Wahlkreis Rhein-Neckar. Wir haben in Baden-Württemberg, wir haben auch bei uns in der Rhein-Neckar-Region viele hochleistungsfähige landwirtschaftliche Betriebe. Das gilt für viele Sparten. Deshalb macht es uns im Augenblick besonders betroffen, was für schlimme Schäden die Betriebe erlitten haben durch den Frost in den vergangenen Tagen. Das gilt etwa für den Obstbau, das gilt aber auch für den Weinbau. Beides Felder, die in unserer Region von großer Bedeutung sind. Für uns ist es ganz zentral, dass wir jetzt auch in der Politik in Zusammenarbeit von Bund und Ländern Hilfeleistungen entwickeln können, um das Überleben unserer bäuerlichen Betriebe sicherzustellen. Es darf nicht sein, dass unsere bäuerlichen Betriebe, die Tag aus, Tag ein mit großer Leidenschaft arbeiten, die uns Lebensmittel, ganz vorzügliche Lebensmittel aus unserer Region ermöglichen, durch diese Frostschäden jetzt in ihrer Existenz bedroht werden. Da müssen wir auch in der Politik schauen, wie wir den Betrieben in dieser schwierigen Phase helfen können. Peter Haug, der Landwirtschaftsminister von Baden-Württemberg. Nach den katastrophalen Frostschäden, die uns in Baden-Württemberg in der letzten Woche vor allen Dingen ereilt haben, überlegen wir uns und wollen wir in den nächsten Wochen darüber befinden, wie den Landwirten geholfen werden kann. Dass geholfen werden muss, ich glaube, das steht außer Frage. Das haben inzwischen alle erkannt. Da bin ich auch dankbar dafür. Und jetzt ist die Frage, wie es am besten geht und wie wir das machen. Und dafür sind die Dinge in Vorbereitung. Ich kann für heute nur sagen, es soll kein Landwirt so in Bedrängnis kommen, dass er seinen Betrieb aufgeben muss. Auch der, der einen Totalschaden hat und damit keine Ernte einfahren wird, auch der, dem muss geholfen werden. Der darf nicht in Liquiditätsschwierigkeiten so kommen, dass er zumachen muss. Wir brauchen auch in Zukunft Landwirte, die die Flächen bewirtschaften, die die Landschaft in Ordnung halten. So, mein Name ist Franz Josef Müller. Ich bin der Präsident des Landesverband Erwerbsobstbau in Baden-Württemberg. Ich bin hier bei dem Termin mit dem Minister Peter Haug, weil wir die Frostschäden anschauen. Es ist hier dramatisch. Wir stehen hier in einer Birnenanlage, die 100% geschädigt ist. Man sieht zwar die Birnen noch hängen, aber wenn man sie aufmacht, dann sieht man, dass innen das Gehäuse komplett braun und schwarz ist, das heißt, die Birnen fallen alle runter. Die Anlage wird keine Birne tragen. Die Frostschäden, die sind ja sehr extrem und die Betriebe sind in Existenznot. Und wir erwarten jetzt einfach von der Politik nicht nur verbilligte Darlehen, sondern wir brauchen für viele Betriebe Ad-hoc-Hilfen. Das heißt, so wie man in Österreich letztes Jahr die Betriebe gesichert hat, die hatten letztes Jahr in der Steiermark Frost und da hat man den Katastrophenfonds benutzt und da gab es eben 4.000 bis 5.000 Euro pro Hektar. Ad-hoc-Hilfen, das brauchen wir, denn sonst können einige Betriebe die Tore schließen. Das Problem ist, wir haben in den letzten 3 Jahren keine guten Obstergebnisse gehabt.
weil die Preise nicht gepasst haben, weil der Lebensmitteleinzelhandel uns unsere Preise nicht gab. Das heißt, wir haben Einkommensverluste von ca. 50% gehabt in den letzten 3 Jahren. Wir haben ein Betriebsergebnis durchschnittlich in dem Obstbau von 30.000 Euro im Jahr. Davon gehen natürlich noch Sozialkosten alles ab. Das ist nicht mutbar. Und wir wissen, nach so einem Frustjahr kommt nächstes Jahr eine sehr gute Ernte, also Überangebot. Dann kriegen wir wieder keine Preise, wo wir vielleicht dieses Loch decken könnten. Deswegen ist es unersetzbar, dass es jetzt auch Ad-hoc-Hilfen gibt zu Krediten. Denn Krediten sind alles lieb und recht, aber man muss sie abbezahlen können. Und wenn wir keine guten Jahre haben, funktioniert es nicht. Deswegen unbedingt für die stark betroffenen Betriebe Ad-hoc-Hilfen.